Kapitel 1. Das Erbe der Deruns. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Und damit hallo und herzlich willkommen bei A Plucked Tale Innocence. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also... Wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Ah, jetzt kann ich auch laufen, das ist gut. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe... Schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Neben dem Stamm. Und, dich meint er wahrscheinlich... Achso, Moment, hier ist ein Stamm. Ein Baumstamm. Da ist auch einer. Ah, das sind Steine, okay. Mit Y. Bereit. Okay. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut. Achso, ich darf nur 6 Stück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. So. Dann mal los. Okay. Okay, verstehe. 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8, 9 und 10. Nicht schlecht. Aber deine Schleuder macht einen Heidenlärm. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor. Ja, aber vorher nehme ich noch die Steine. Du bist viel schneller als ich. Wer weiß, was mich da jetzt noch unterwegs angreifen könnte oder so. Zum Rennen RT gedrückt halten. Ach so, RT, ja. Warte auf mich! Okay.
darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Da ist er. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay. Es trinkt. Das ist meine Chance. Es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Tu ich doch. Hallo? Ich schleiche mich doch an. Ich stehe hier doch mittendrin. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Guter Schuss. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Heute Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufgibst, bekommst du auch ein schönes Stück. Leute, rechts oder links? Oh nein, meine Füße werden einsinken. Okay, habe ich so die Befürchtung, dass ich hier falsch rumgelaufen bin? Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Hallo. Ducken. Achso, das geht nicht beim Laufen, okay. Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Ist das Wildschwein? Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon! Komm her! Leon! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Leon! Wer war das? Leon! Leon! Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg! Sofort! A Plague Tale, Innocent. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? So, wo ist die Mutter? Das ist jetzt die Frage. Die englischen Truppen unterwegs sind? So eine Minimap wäre nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht. Fotomodus? Nein, ich will zurück. Hier kommt man auch nirgendwo mit hin. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten.
Gibt es eigentlich Neuigkeiten? Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Ja, sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Ich glaube, hier finde ich die Mutter auch nicht. Und halte die Pest von uns fern. Kann man mit dir reden? Ja, anscheinend nicht. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Das werden wir herausfinden, wenn wir Mutter finden. Ruiniert. Leute, bist du meine Mutter? Gabrielle, ist Mutter oben? Glück, ja, sie war die ganze Nacht oben. Sein. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Hast du recht. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Okay. So, oben hat sie gesagt. Das heißt, ich denke mal, dass es hier hoch geht. Ja, da ist eine Treppe. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, wieso dreht die sich nicht? Warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber... Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. So, dann schauen wir doch mal. Kann man hier irgendwas nehmen oder so? Wieso dreht die sich nicht? All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Verschlossen. Hä? Achso, da war noch ein Nebenzimmer. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Wo ist er? Hugo? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist es Mama?
ich hätte die Vibration ausstellen sollen. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo zum Teufel ist er? Haben Sie ihn? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Ich hätte nur ein Kind. War es nicht so schwer? Oh nein. Leer. Hört auf. Beeile. Das wird dich lehren. Nein. Ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Hey du. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Also, wo ist Hugo Derun? Ist jetzt weg hier? Da geht's runter. Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis! Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte! Eigentlich am... wir müssen weiter. Aber keine Sorge, nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut. Sehen, ob du... Nein, nein! Nein, Amicia! Wir müssen weitergehen. Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht, ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Wohin? Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Madame Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weiter. Bringt das hier zu Ende. Oh, wie komme ich denn hier überhaupt raus? Bin ich jetzt in der Sack? Nee. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Machen wir doch glatt. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise. Okay. Ja? Ja. Ja. Wachen! Versperrt die Ausgänge! Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras. Da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama! Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh, mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Nein, bitte. Maul halten, beweg dich. Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde. Feiglinge. Ach, hör auf, du brichst mir das Herz.
Wenn dein Herr uns... Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Aber wie? Obwohl wir Hallo? Für eine edle Sache kämpfen. Weiter. Langsam. Ja. Vorsicht beim Runterklettern. Achso, wenn ich kletter, klettert er auch. Okay. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Wie soll ich das denn ohne Schleuder machen? Hallo? Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. LB gedrückt. Ach so, okay. Und dann mit der Hand werfen. Okay. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Ich sollte mich beruhigen. Die rechte Hand des Großen. Achso, Geschosse auf Metallobjekte, okay. Gut, zumindest hat er den Vater. Bald schnappt er sich ab. Gehen wir. Ich sehe nach. Komm lebend wieder. Wir brauchen dich hier. Man sollte auch lesen, ne? Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Und wohin? Mann... Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Es scheint ihn nicht wirklich abzulenken. Ich hätte Henker werden sollen. Man hat immer genug zu tun und man ist im Warmen. Hallo? Ich möchte gerne meinen Topf werfen. Meine Schleuder kann ich nicht benutzen. Was war denn das? Ja, endlich. Warum hat er das erste Mal nicht gehört? Los jetzt! Oh nein, nein, nein! Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Wartet! Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Okay, ich sehe gerade nicht viel, aber... Komm her. Hallo, wo ist der Junge? Hallo, Kleiner? Ich bin gleich wieder da. Kein alles gut, Hugo. Ich komme. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Ja, wie soll ich ihm denn helfen? Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter.
Nur Mut, Liebling. Komm, sag ich, folge mir. Ja, komm. Ja. So, wie kann ich dir jetzt helfen? Hopp, so geht das. Jetzt funktioniert das. Wieso ging es dann eben nicht? Verstehe ich nicht. Ist die Mutter jetzt in? Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Okay. Achso, ich muss den Topf aber nehmen, ne? Ah, das war jetzt doof. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Das sehe ich mir besser an. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Lauft schneller. Sag ich. Gut gemacht. Hier lang. Nichts. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Das heißt, ich soll jetzt Zielübungen machen? Oder? Ich habe jetzt hier aber gar nichts. Hallo, ich kann noch gar nichts. Doch, Moment, ich hab was. Da. Was zur Hölle war das? Na los! Ich hoffe, die meint jetzt nicht mich. Jetzt! Oh, ihr lebt! Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Los, versteck dich! Schnell! Madame! Sie kommen! Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen! Du brauchst mich nicht, Amicia! Du bist... Doch, ich brauch dich! Ich brauch dich! Schnell jetzt! Folgt dem Fluss! Er führt euch zu Laurentius! Mutter, nein! Hugo, komm mit! Schnell! Tötet die Schwester! Den Jungen brauchen wir Soldaten! Hier! Was ist los? Wo ist Mama? Später nach. Lauf! So schnell es kann! Seid vorsichtig! Wohin denn? Wir sehen euch doch alle! Lauf weiter! Hilfe! Sie sind direkt hinter uns! Sie machen die Erde! Weiter, geradeaus! Aber wo laufen wir hin? Oder Mama? Lauf einfach weiter! Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen! Das geht nicht! Was zur Hölle ist hier los? Reißt den Jungen! Hilfe! Hilfe!
renne doch schon so schnell, wie ich kann. Okay. Ja, also es wäre schon ganz schön, wenn man vielleicht wüsste, wohin man laufen sollte, beziehungsweise eine Karte hätte. Leute. Bitte die Schwester, den Jungen brauchen wir leben. Soldaten, was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Seid vorsichtig, verflucht. Die Erde. Das Problem ist, da kann ich ja nicht rum. Da ist ja... Ach, da kann... Super, da kann ich gar nicht rum. Ja, geil. Das heißt, sie werden mich jetzt wieder schnappen. Das weiß ich auch nicht, Mädel. Darum... geht's hier gerade? Werden wir sterben? Nein, wir müssen sie loswerden. Oh nein, sie sind überall. Aber wie wollt ihr sie loswerden, Leute? Tief Luft holen. Spring! Und das konnte die eben nicht. Na toll.